Herzlich willkommen zu diesem neuen FIFA 16 Trading Tipp und bei der heutigen Methode traden wir mit Silber saudi-arabischen Spielern. Das heißt, wir suchen einfach Qualität Silber, dann geben wir die Nation Saudi-Arabien ein und dann gehen wir so auf maximalen Sofortkaufpreis 300. Und dann müsst ihr euch einfach die Spieler mitnehmen, die ihr sozusagen finden könnt. Ich kann euch nur empfehlen, dass die Spieler auch gute Verträge und gute Fitness haben. Das ist aber meistens so, dass das beim Trading so sein sollte, denn die Leute wollen ja gute Spieler, also die wollen Spieler haben, die gute Verträge haben und auch gute Fitness. Und was macht ihr dann einfach? Ihr geht immer sozusagen, ihr aktualisiert die Suche einfach, indem ihr hier die Sucheinstellungen immer ein bisschen verändert. Die können sozusagen variieren zwischen 200 und 400 Münzen, also der maximale Sofortkaufpreis kann zwischen 200 und 400 Münzen liegen. Und ganz, ganz wichtig ist eben, wie gesagt, der Preisvergleich. Und dann schaut ihr einfach mal, was ist der Spieler wert, und es ist eigentlich wirklich zu, ich würde mal sagen 80%, sodass der Spieler dann mehr wert ist, als er sozusagen gerade auf dem Markt ist, als ihr ihn hier sehen könnt. Und ja, dann müsst ihr euch die Spieler einfach mitschippen, immer wieder aktualisieren, und das ist eigentlich auch schon die Trading-Methode. Das funktioniert halt richtig gut, das ging in FIFA 15 schon extrem gut. Ich weiß gar nicht, ob ich da einen Trading-Tipp dazu aufgenommen habe. Auf jeden Fall ist das eine Methode, die ihr zu 100% noch nicht kennt. Ich habe die auch noch nie auf YouTube gesehen. Die habe ich irgendwie selbst rausgefunden, keine Ahnung, wie das, wie ich das gemacht habe, aber irgendwie bin ich dann mal drauf gekommen. Und saudi-arabische Spieler sind einfach extrem selten auf dem Markt. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Aber natürlich, Silberpacks werden auch sehr, sehr selten gezogen und deswegen sind allgemein Silberspieler seltener als Goldspieler. Und was könnt ihr natürlich noch machen? Ihr könnt natürlich auch auf die Spieler bieten. Da bekommt ihr, würde ich mal sagen, 50% der Spieler. Ich würde einfach mal so 200 Münzen drauf bieten. Ja, ungefähr 150 bis 250 Münzen. Ihr müsst halt immer schauen, was die Spieler wert sind. Aber auf jeden Fall, ihr könnt euch eigentlich jeden Spieler, jeden saudi-arabischen Silberspieler für 200 Münzen mitnehmen. Der ist locker 400 Münzen wert. Ansonsten stellt ihn einfach für 400 Münzen rein, auch wenn irgendeiner den Spieler für 300 reingestellt hat, der verkauft sich trotzdem nach ein, zwei Stunden. Und dann könnt ihr hier sehen, nach einer Stunde haben sich direkt ein paar Spieler verkauft. Ja, habe ich halt einfach ein bisschen damit getradet. Sogar Silber, sogar einen Rare-Spieler haben wir bekommen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Also falls ihr einen Rare-Spieler so für 300, 350 Münzen bekommt, dann würde ich den auf jeden Fall mitnehmen. Den könnt ihr dann meistens für 200 bis 300 Münzen mehr reinstellen. Das heißt einfach bei der Methode beachten, dass ihr eben sozusagen Qualität Silber eingibt, Saudi-Arabien, und dann beim Maximalpreis nicht über 400 geht und dann eben sozusagen immer den Preisvergleich macht und euch dann eben sozusagen gute Spieler erfiltert und sie dann einfach für 200 bis zu 300 Münzen mehr reinstellt. Das ist eigentlich die Methode, ist eine richtig gute Methode, vor allem weil sie noch nicht auf YouTube ist und deswegen sehr, sehr wenige Leute davon wissen. Jetzt wisst ihr davon, Jungs, und deswegen würde ich euch raten, wendet diese Methode an, es ist eine sehr, sehr gute Methode. Und ja, Freunde, dann verabschiede ich mich eigentlich auch schon wieder. Mich würde es natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt. Und dann sage ich auch schon immer, ciao Leute, FIFA Stars.